aus unserem Studio im Landtag Brandenburg. Die Blaue Runde, der Podcast mit Detlef Frier. Schön, dass Sie auch in dieser sehr heißen Woche zu uns gefunden haben. Vielleicht sind wir ja das bisschen Realität, das bisschen Abkühlung, das Sie in dieser 30-Grad-Woche brauchen. Hier ist die Blaue Runde, Detlef Frier für Sie am Mikrofon. Und wir kommen wie immer direkt aus dem Brandenburger Landtag zu Ihnen mit einem sehr heißen Thema. Wir reden mit dem Abgeordneten Lars Günther heute über Ausländerkriminalität bei uns im Land Brandenburg, wo die Ursachen liegen, wie die Auswirkungen aussehen und was man dagegen tun kann, werden wir in diesem Podcast erläutern und sagen erstmal herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Lars Günther. Schönen guten Tag in die Runde. Lars, wir kennen uns ein bisschen, das weiß der eine oder andere. Wir wohnen beide im gleichen Landkreis Märkisch-Oderland. Wir sind uns beide bewusst, Ausländerkriminalität ist hier in Märkisch-Oderland ein großes Problem. Da können wir x Beispiele anführen und das werden wir sicherlich auch gleich machen. Aber das Problem geht ja über unseren Kreis MOL hinaus. Das ist ja ein ganz Brandenburger Problem, wenn nicht ein gesamtdeutsches Problem, oder? Gesamtdeutsches Problem, europäisches Problem, würde ich sogar sagen. Mhm. Speziell, wir dachten ja, wir sind weit ab von den großen Metropolen. Auch mittlerweile tief im ländlichen Raum haben wir dieses Phänomen, dass wir teilweise aus Westdeutschland und aus Ballungszentren kennen. Jetzt haben wir es tatsächlich bei uns flächendeckend, auch im ländlichen Raum, im tiefsten Osten. Und dann kommen wir doch gleich mal zu Beispielen. Gib uns mal Beispiele für Leute, die eventuell, ja sagen wir jetzt mal, im Speckgürtel wohnen, die in Potsdam wohnen, die mit dem Problem nicht ganz so konfrontiert sind wie vielleicht die Menschen im ländlichen Raum. Gib uns mal Beispiele. Wo brennt es am allermeisten aktuell? Na, im Grunde genommen ist es überall das Gleiche. Aber wir haben Höhepunkte, wir haben Hotspots. Wir haben jetzt hier zum Beispiel bei uns in Ostbrandenburg, aber vielleicht auch in Eberswalde bis runter nach Frankfurt oder sogar bis nach in die Uckermark, nach Prenzlau, Templin, die Ecke, kann man das Phänomen beobachten. Seit Jahren haben wir scheinbar einen Verdrängungswettbewerb der lokalen Drogenszene. Wir haben hier ziemlich viele Ansiedlungen von Tschetschenen, das kann man klipp und klar so sagen, russisch-kaukasische Ethnien, ganz klipp und klar festzustellen, die haben wir hier. Und die zeichnen sich aus durch eine enorme Gewaltbereitschaft, im Grunde genommen noch nie dagewesene Gewalt, die sie ekstatisch ausleben. Was bedeutet das denn ganz konkret, ekstatisch ausleben? Da sind brutale Banden auf den Straßen unterwegs und machen Jagd auf Leute. Was steckt dahinter, hinter ekstatisch ausleben? Also ich glaube, das kann man nicht mehr nur mit einem Verdrängungswettbewerb, mit einem Verdrängungswettbewerb in dieser sogenannten Drogenszene. Das ist ein zeigen, wer hier die Macht hat, Straßenmacht, beziehungsweise vielleicht so ein Ausleben, dass man ja dieses Land teilweise übernehmen will. Ich komme aber auf diesen speziellen Fall jetzt, warum wir diese Sendung dankenswerterweise machen. Wir hatten jetzt am Wochenende, am 23. zum 24. hatten wir massive Ausschreitungen bei uns hier in Bad Freienwalde an der Oder. Ortsteil Altramft hatten wir ein Dorffest, vorm Dorffest, am Rande des Dorffestes gab es da schon kleine Rangeleien und auch Wortgefechte. Und dann wurden, als dieses Dorffest schon vorbei war, zwischen 2 Uhr und 3 Uhr nachts, wurden dann die nach Hause gehenden Menschen von einer Gruppe zwischen 20 bis, mir wurde gesagt, bis 30 Personen, die vor diesem Festgelände den Leuten aufgelauert haben und einen nach dem anderen rausgenommen haben. Frauen, jüngere Frauen, ältere Frauen, Männer, die sich gewehrt haben, die wurden reihenweise, im wahrsten Sinne des Wortes, außer Gefecht gesetzt. Wenn Männer sich zum Beispiel gewehrt haben oder zur Hilfe gekommen sind, den Angegriffenen zur Hilfe gekommen sind, wurden diese Männer sofort mit 2, 3 Leuten umringt, zu Boden gebracht und außer Gefecht gesetzt. Selbst als diese Menschen schon bewusstlos teilweise am Boden lagen oder außer Gefecht waren, wurde weiter auf Kopf und Oberkörper getreten und nicht aufgehört. Ich habe Verletzungen bei einem gesehen, die waren auf dem ganzen Oberkörper- und Kopfbereich. Und wir reden nicht, wie die Mods in einem kleinen Mini-Artikel geschrieben hat und vor allen Dingen im Polizeibericht, reden wir hier nicht nur von 5 Verletzten. Wir reden von mindestens 15 Verletzten. Mehrere Verletzte sind auch gar nicht zum Arzt gegangen. Wir haben wieder diese ganze Problematik, dass wir
dass die Polizei im wahrsten Sinne des Wortes überfordert war. Ich will auch gar nicht sagen, dass die versagt haben. Die haben einfach wenig Einsatzkräfte hier im ländlichen Raum und wir sind nicht Herr der Lage mit den wenigen Einsatzkräften. Es braucht eine Stunde von Strausberg oder aus dem Berliner Raum, dass die Leute bei uns sind mit der Alarmführung dann, bis das alles eingeleitet wird. Das ist also wirklich, wir haben diese trainierten, teilweise Sportler, kann man sagen, die zwischen 16 und 25 Jahre alt sind, die hierher gekommen sind, nicht arbeiten gehen, die machen tagtäglich Sport. Das kann man auch beobachten hier mitunter. Ich habe das selber schon beobachtet auf dem Parkplatz, wo so eine Gruppe von ich würde sie einordnen, Tschetschenen, Dagestanern aus dem kaukasischen Raum, dass die da Schattenboxen gemacht haben und Messerangrifftechniken. Ich habe das selber beobachtet und ich erkenne das und ich denke mir das wirklich nicht aus und das ist für die so eine Art Sport und Kick, würde ich sagen. Ja, und wir reden hier von 20 bis 30 Angreifern, die auf Menschen, die gar nicht in der Lage sind, sich so gegen so eine massive Aggressivität zu wehren. Und die Polizei hat beobachtet, wurde teilweise von den Migranten überhaupt nicht ernst genommen. Sie wurden sogar noch provoziert, kommt doch in Boxgesten, so wurde es mir übermittelt. Und erst als dann Verstärkung da war, sind sie dann irgendwie aktiver geworden. Aber dann waren die Angreifer auch schon wieder weg. Und das sind stadtbekannte, teilweise regionalbekannte Typen, die schon mehrfach aufgefallen sind und die innerhalb von einem Radius von anderthalb Stunden sich gegenseitig unterstützen hier. Wir haben hier in letzter Zeit, da ist eine Kneipe gestürmt worden, da ist nach einer Feier scheinbar ein konkurrierender Drogenhändler vor wenigen Wochen aus dem dritten Stock gefallen. Der hat es knapp überlebt. Ich weiß nicht, man sagt wahrscheinlich, um sich selbst zu schützen, ist selber runtergefallen. Da ist eine Wohnung vor zwei Wochen gestürmt worden von jemandem, der vermeintlich wohl auch ein Konkurrent sein soll, der aber schon lange aus der Szene draußen ist, wie es mir geschildert wurde. Ist eine Wohnung gestürmt worden und da haben sich hier in Bad Rheinwalde gab es vier Angreifer, die beiden Deutschen haben sich gewehrt. Einer hat dann schon wirklich Zähne verloren und war auch schon wirklich fertig. Da wollten die sich um den anderen kümmern. Da gab es eine Messerstecherei, ist ein Angreifer dann schwer verletzt worden, weil einer sich scheinbar nicht mehr zu wehren wusste und dann zur Hilfenahme in Notwehr mit einem Messer daraus gemacht hat. Lass mich mal ganz kurz dazwischen haken und nochmal einen Schritt zurückspringen. Also ich mal mir das gerade in meinem Kopf so aus, wie das aussieht, wenn man nach einer fröhlichen Runde, wenn man nach dem Dorffest nach Hause geht und wird einfach so von einer großen Gruppe Migranten angegriffen. Gibt's da irgendeine Motivation, die man da ableiten kann? Also ist das in räuberischer Absicht? Wollen die Handys, wollen die Brieftaschen klauen? Oder wollen die einfach nur sich prügeln? Wollen die einfach nur ihren Hass eventuell auf uns als Deutsche rauslassen? Was steckt dahinter? Kann man das ergründen? Oder ist das überhaupt nicht auszumachen, was da an Motivation dahinter steckt? Du hast es in deiner Frage schon vorweggenommen. Ja, das kann man sagen. Hass auf Deutsche, vielleicht gar kein Respekt vor unser Land. Also die lauern da und wollen einfach nur Deutsche verprügeln. Das ist es. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, jetzt bald fast 10 Leuten, die das miterlebt haben. Man kennt sich ja hier in der Ecke, das ist ja klar. Und es ist nicht, niemandem ist etwas entwendet worden. Das habe ich noch keinem gehört, sondern ich habe eher gehört von einer Zeugin, dass die sich, und das ist mir auch geschildert worden von dem Überfall in Neutrebin 2022, dass die unweit des Dorfes schon sich versammelt haben, in einer dunklen Ecke oder dunklen Gegend und da schon Schattenboxen gemacht haben. Und die machen das, um zu zeigen, wir sind hier die Herren. Ihr habt hier nichts mehr zu melden. Wir sind jetzt diejenigen, die ansagen. Wir nutzen aus, dass es so gut wie keine Polizei gibt. Wir nutzen aus, dass es in der Nacht in Märkisch-Oderland nur einen Streifenwagen gibt und der fährt rund um Strausberg ein bisschen Patrouille. Und wenn dann was Dolles ist, dann fährt er eine Stunde ins Land rein, um eventuell irgendwo hinzukommen. Das nutzen die aus und sagen, wir sind jetzt die hier in Bad Freienwalde oder in Seelow oder sonst wo die Ansagen machen.
Ja, das ist eine weitere Motivation, würde ich behaupten. Und ich weiß noch nicht, welchen Kick die haben. Also es ist so eine Eroberungsmentalität, habe ich das Gefühl. Man sieht es auch im Straßenbild. Die laufen dann über die Straßen und in ihrer Gruppe. Das ist ja auch der Grund, warum wir viele Aktionen schon gemacht haben. Du kannst das bestätigen. Wir haben ja 2015 schon mit Demos in Eberswalde angefangen. Das ist ja kein neues Phänomen. Wir haben ja immer wieder genau darauf hingewiesen. Das ist das Grundproblem, dass wir hier uns mit Leuten, dass hier Leute in unser Land gekommen sind, die überhaupt mit uns nichts zu tun haben wollen, die dieses Land in meinen Augen im wahrsten Sinne des Wortes übernehmen wollen. Und das sind alles junge Muslime. Das kann man und muss man ganz klipp und klar auch sagen. Ist denn das jetzt in irgendeiner Form aktenkundig geworden, was da, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel in Bad Freienwalde, passiert ist? Hat die Polizei welche geschnappt oder ist das einfach ohne Konsequenzen verpufft, das Ganze? Ich habe hier den Polizeibericht vom 23.06. zu diesem Geschehen. Mhm. Und steht drin, auch nicht wahrheitsgemäß. Nicht nach dem, was ich gehört habe. Ich verkürze das mal, das geht ein bisschen länger. Am frühen Morgen des 23.06. befand sich das Dorf- und Museumsfest in Altramft. In den letzten Zügen beim Verlassen des Festgeländes wurden abströmende Besucher von mehrere Personen, wir reden hier von 20 oder mehr Personen, zunächst verbal belästigt. Im weiteren Verlauf sollen einzelne Geschädigte auch attackiert worden sein. Das ist unglaublich, ja. Dieser Polizeibericht. Jeweils einer der Täter hatte demnach zugeschlagen und wenn die derart Angegangenen dann zu Boden fielen, hätten die anderen auf den Gestürzten eingetreten. Mindestens 5 Personen im Alter zwischen 20 und 42 Jahren erlitten dabei Verletzungen. Mhm. 2 von ihnen mussten sich anschließend sogar in ärztliche Behandlung begeben. Die Schläger flüchteten jedoch, konnten einen Teil derer aufgrund von Zeugen, also bekannt gemacht werden, das Trio, ja, das muss man sich mal vorstellen, ist bereits hinlänglich bekannt, wobei auch Gewaltdelikte zu ihrem Portfolio zählten. Die Kriminalpolizei geht nun der Frage nach, wer die anderen Täter waren und was sie alle bei ihrem Tun antrieb. Das ist also unglaublich, dass die reden hier von einem Trio. Aber interessant, Lars Günther, finde ich die Formulierung der Polizei, dass Gewaltdelikte zu ihrem Portfolio gehören. Das ist ja sehr hübsch ausgedrückt. Also ich würde das eventuell anders formulieren, aber die Polizei ist der Meinung, das ist so der Leistungsumfang, das Portfolio, dass der Migrant der deutschen Bevölkerung anzubieten hat. Jetzt werden wir noch mal ganz konkret. Wir haben da Leute, die haben in ihrem Portfolio, also schon mehrfach begangene Straftaten. Die Polizei weiß, dass die prügeln. Die Polizei weiß, dass die Menschen hier bei uns auflauern. Und die Polizei steht, du hast es vorhin selber gesagt, die steht mehr oder weniger daneben und guckt sich den ganzen Käse an. Das kann es nicht sein, oder? Wie müssten wir damit umgehen? Ja, also da wir diese teilweise bekannten Personen haben, die jetzt schon mehrfach aufgefallen sind, müsste man eigentlich ganz direkt Gefährderansprache machen. Man müsste diese Menschen, die ja auch alle von Stütze leben, teilweise zusätzlich zu ihren vermutlichen Drogeneinnahmen oder erpresserischen Diebstählen oder was auch immer, muss man im Grunde genommen, weiß man ja, wo diese Menschen gemeldet sind. Lars, entschuldige, ich will hier nicht den harten Hund raushängen, aber Gefährderansprache heißt ja, du gehst hin als Polizist und sagst, du. Ja, dann machst du das nochmal, hau ich dir auf den Finger. Ja, man muss, ist das eine geeignete Maßnahme? Also ich würde sagen, das sind Migranten, die kommen in unser Land, die leben hier auf unsere Kosten, die greifen unsere Leute an. Es gibt nur einen einzigen Schluss, den man daraus ziehen kann. Und der fängt mit ab an und hört mit Schiebung auf. Also für mich. Das wollte ich ja gerade sagen. Okay, entschuldige. Aber wir sind auch ein Rechtsstaat. Genau darum, wir wollen uns auch an Gesetz halten. Deshalb sage ich ganz klipp und klar, die Gesetze, die müssen auch ausgelebt werden. Das heißt, wir wissen, wo die wohnen, wir wissen, welche Konten die haben und wir wissen, welche Handys die haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich sag mal nur, was möglich wäre oder was möglich war während der Corona-Zeit, welche Menschen drangsaliert wurden, weil sie keine Maske aufgesetzt haben oder weil sie irgendwie einen falschen Spruch bei Facebook oder sonst wo abgesondert haben. Da hat die Polizei morgens um 6 Uhr bei vielen, vielen Leuten vor der Tür gestanden und die Leute wurden drangsaliert, mitgenommen und mussten sich verantworten. Und jetzt haben wir hier wirklich
gewaltbereite Menschen, die teilweise auch zu Waffengewalt greifen. Und das ist für mich untragbar mittlerweile. Und es ist möglich. Und dieser Polizeibericht ist nicht von den Polizisten geschrieben, die am liebsten gerne sofort handeln würden, sondern das ist von irgendeinem oberen, ja, ich würde das einfach mal auch sagen, Lakaien geschrieben, der diese Taten hier nicht in die Öffentlichkeit bringen möchte, der weisungsgebunden ist von den hohen Polizeispitzen oder aber von der regierenden Politik, SPD, CDU, Grüne. Und das ist halt wirklich vorauseilender Gehorsam, ist das schon nicht mehr. Ne? Also wenn ich innerhalb von 24 Stunden mir ein Täterbild verschaffen kann und alle möglichen Zeugen gesprochen habe, dann ist das diesen Herrschaften ja auch möglich. Wir haben aber ein großes Problem, dass die Leute nicht mal, das muss ich ganz klipp und klar ansagen, das ist auch wichtig, dass, falls das jemand hört, der auch da Tatverdächtige gesehen hat oder aber vielleicht sogar durchaus Videodokumentationen gemacht hat. Ich glaube, in der Phase ist das recht schwierig. Ich weiß, dass die Leute sich nicht mal trauen, das musst du dir mal vorstellen, nicht mal trauen, Anzeige zu machen. Mhm. Oder die Verletzungen, viele haben ja Verletzungen bekommen und geben das dann nicht zu Protokoll oder sagen nicht, wie es zustande gekommen ist. Die haben Angst, weil sie ganz genau wissen, dass wenn sie eine Anzeige machen oder wenn sie bekannt sind, dass sie Hausbesuch bekommen und dass sie von der Polizei und von den Behörden nicht geschützt werden kann. Also das heißt, unser Rechtsstaat kann also rein statistisch nicht mit dem einen oder anderen Anzeigen quasi arbeiten sogar, weil die Leute sich nicht mal mehr trauen, Anzeigen zu machen, beziehungsweise mit dem Finger auf die zu zeigen, die sie wiedererkennen könnten. Das ist unglaublich. Lars, also das ist ja mit das drängendste Problem eigentlich, das von Politik im Land Brandenburg und auch hier bei uns im Kreis Märkisch-Oderland angegangen werden muss. Und zwar sofort. Also keine Gefährderansprache und lange Prozesse, sondern meiner Ansicht nach wirklich sehr schnelles, sehr entschiedenes Handeln. Jetzt gib uns mal so ein bisschen Ausblick. Ihr seid ja nun gerade hier in Märkisch-Oderland im Kreistag die stärkste Fraktion geworden. Ist auch ein Problem, das man durchaus auf Kreisebene angehen könnte, angehen muss. Habt ihr da schon eine gewisse Planung? Lasst ihr euch da jetzt in jeder Kreistagssitzung mal berichten, wie die Entwicklungen hier im Land Brandenburg sind und stellt eigene Forderungen auf? Oder ist das etwas, was man eher auf Landesebene, du als Landtagsabgeordneter ja auch, angehen müsste? Beides. Wir können natürlich, und was haben wir auf Landesebene schon gemacht? Ich glaube, das hat unsere Kreistagsfraktion auch schon gemacht. Sie hat sich immer mal die Kriminalitätsstatistiken geben lassen von den vergangenen Jahren. Ja. Das ist alles, das machen wir obligatorisch. Deshalb machen wir jetzt auch diese Öffentlichkeitsarbeit. Deshalb gehen wir an die Öffentlichkeit. Deshalb treffe ich mich hier jeden Tag mit 10, 15 Leuten in der Region, um nähere Informationen zu holen. Jeder, der mit mir sprechen will. Und wir haben jetzt auch gestern in der Pressekonferenz darüber gesprochen. Ich habe jetzt eben, bevor wir diesen Podcast hier begonnen haben, ich habe geschaut, es hat nur die Märkisch-Oderler Zeitung den Polizeibericht mehr oder weniger übernommen und abgelichtet und veröffentlicht. Der RBB hat noch nichts gemacht. Mhm. Die Mod keinen weiteren Artikel. Also es soll unter den Teppich gekehrt werden. Deshalb müssen wir diese Arbeit jetzt machen. Ich hoffe, dass viele Menschen diesen Podcast hören. Es geht nur mit Öffentlichkeitsarbeit. Wir machen politisch sowieso schon die ganzen Jahre, was geht. Deshalb spreche ich das auch an, wo ich kann. Und deshalb werde ich teilweise hier auch, das heißt teilweise, ich werde ja auch politisch quasi vom Regierungsschutz, manche nennen ihn auch Verfassungsschutz, beobachtet. Ich bin auf diesen Listen drauf, weil ich ganz klipp und klar sage und auf diese Ausländerkriminalität auch hinweise. Ne? Mehr können wir nicht machen. Also wir bleiben dran, wir werden gucken, was wir so an Anträgen machen, die wahrscheinlich von der Mehrheit dann abgelehnt werden. Wir werden naja, aber die Wähler, lieber Lars, können was machen. Also am 22. September gehen Sie bitte alle zur Wahl. Und dann haben Sie zwei Stimmen und die geben Sie bitte der Partei, der Sie zutrauen, dieses Problem am allerehesten in den Griff zu kriegen. Wenn die AfD so stark ist, wie uns das aktuell die Prognosen zeigen, und wir wissen ja als erfahrene AfDler, wir sind immer noch mal zwischen 3% und 5% über dem drüber am Wahlabend, was die Prognosen uns versprochen haben. Wenn die AfD so stark ist und eventuell in einer nächsten Brandenburger Landesregierung den Innenminister stellen kann, dann ist das ein Problem, das wir auf oberster Regierungsebene angehen können, angehen müssen. Weil es ist
Lassen Sie sich nicht hinter die Fichte führen. Es ist nicht nur ein Problem in Altranft im Oderbruch. Wir haben es eingangs gesagt. Wir haben massive Ausschreitungen, Kriminalität von Migranten, zum Beispiel gegen Schüler in unserer Kreisstadt Seelow. Das ist alles dokumentiert. Die Eltern waren im Kreistag. Die Eltern haben unter Tränen berichtet, wie da den 13-, 14-Jährigen auf die Brust geschlagen und auf den Kopf getreten wird. Die etablierte Politik, der Landrat hier in Märkisch-Oderland, der zuckt mit den Schultern, aber passieren tut doch nichts. Das wird nur passieren, wenn ein ganz konkreter Regierungswechsel stattfindet und wir tatsächlich Politiker in Verantwortung haben, die diese Verantwortung auch ernst nehmen. Ganz genau. Denn machen wir uns nichts vor. Das, was wir erfahren, teilweise durch die Medien noch, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist was wir erfahren, da ist jemand abgestochen worden, hier ist jemand zusammengeschlagen worden. Der Faktor, der Delikt, der ist so massiv viel, viel höher. Das kann man sich gar nicht ausmalen. Also wir verlieren nicht nur die Straßen, wir verlieren auch das Vertrauen der Bevölkerung. Wir haben wirklich verzweifelte Eltern. Wir haben es mit Menschen zu tun, die sagen, man fährt die Kinder von A nach B. Nur, dass sie nicht in den öffentlichen Raum müssen, weil es passiert stündlich was. Und wir erfahren nur einen Bruchteil. Das ist auch System dahinter. Ich habe in den Gesprächen, habe ich gehört, das war teilweise unmenschlich mit einer Brutalität, die ist unsere Bevölkerung nicht gewachsen. Und wir müssen klipp und klar diese Menschen abschieben. Es geht nicht anders. Wie ist da dein Ansatz? Wenn du sagst, klipp und klar abschieben, gibt's da eine Grenze? Also wir hören ja von Migranten, die haben 10 Straftaten begangen, die haben 50 Straftaten begangen. Solange die alle in einem gewissen Rahmen sind und nicht als Kapitalverbrechen eingestuft werden, dann kriegen die zwar einen Fingerzeig, aber dürfen trotzdem bleiben. Hast du da eine eventuell sehr viel härtere Definition? Was ist eine Straftat, die eine sofortige Abschiebung mit nach sich zieht? Also jede Straftat? Der Migrant, der in Deutschland straffällig wird, verlässt unser Land? Ja, also wie gesagt, wir wollen uns auch an Gesetze halten. Ja? Also natürlich. Die AfD ist Rechtsstaatspartei, aber wir haben die Gesetze ja. Die sind ja da. Ja. Ich würde sagen, man kann da auch nicht alle über einen Kamm scheren. Fakt ist, man muss die Leute erstmal trennen. Jemand, der aus Tschetschenien kommt, aus dem kaukasischen Raum, ich glaube nicht, dass da überhaupt, also man muss viel früher anfangen. Wer kommt ins Land? Wer ist überhaupt bleibeberechtigt? Wer darf einen Asylantrag stellen? Ich glaube, dass diese jungen Männer zwischen 16 und 25 überhaupt keinen Asylgrund haben und Fachkräfte schon mal gar nicht sind. Also die haben hier erstmal gar nicht ins Land zu kommen. Wenn die dann hier sind, dann sind die in diesem bürokratischen Akt quasi und sind dadurch geschützt durch diese Opferanwälte und diese ganzen Typen, die, naja. Auf jeden Fall muss man da ganz klipp und klar von Anfang an aussieben. Und wenn es denn Tendenzen gibt, muss man sofort handeln. Sofort Geldsperre. Die haben eine Meldepflicht von mir aus, jeden Tag irgendwo hinzukommen und sagen, hier bin ich und wehe, die machen das nicht. Die haben dieses Land und man kann sich da ganz klipp und klar auch noch Verordnungen zu geben, dass wir diesen Menschen auf die Finger schauen, wenn wir sie schon mal hier haben und wenn sie etwas tun, gerade in diesen Gewaltszenarien, was wir jetzt miterlebt haben, das ist ja nicht das erste Mal passiert, muss man diese Menschen eben auch einsperren beziehungsweise in Obhut geben und abschiebebereit quasi verwahren. Nun haben wir in Deutschland, auch in Brandenburg, mehrere 10.000, in Deutschland geht das in die weit über 100.000, ausreisepflichtige Ausländer. Also wenn man das Wort jetzt ernst nimmt, ist das jemand, der die Pflicht hat, auszureisen. Ja, wenn ich gegenüber dem Finanzamt die Pflicht habe, Umsatzsteuer abzuführen, dann kann ich auch nicht sagen, na ja, manchmal führe ich Umsatzsteuer ab und manchmal führe ich sie nicht ab. Wenn die Pflicht besteht, auszureisen, dann muss der doch ausreisen. Und unsere Behörden setzen das nicht durch. Du sagst, wir sind die Rechtsstaatspartei, wir halten uns an bestehende Gesetze. Dann müsste man doch an dem Punkt erstmal anhebeln und sagen, alle, die Pflicht haben, auszureisen, reisen auch aus. Und das würde ja schon mal die Lage in vielen Regionen, auch in den ländlichen Regionen, ja deutlich entspannen.
entspannen, wenn da tausende Menschen weniger untergebracht werden müssen, wenn die Zahl der Ausländer in so einer kleinen Gemeinde wie Alt-Ranft zum Beispiel drastisch abnimmt, dann ist doch da schon Entspannung geschafft. Und die AfD würde das machen. Wir machen das sofort. Wir würden das sofort umsetzen, selbstverständlich. Wie gesagt, die Möglichkeiten gibt es ja. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel, was in Großbritannien dort passiert. Lass mich kurz überlegen, das ist Ruanda, ne? Die schicken die Leute nach Ruanda. Das ist Ruanda, ja. Das ist, sollte Schule machen, in meinen Augen. Das wird ja auch gefordert, auf Bundesebene, selbst von der AfD, von einzelnen Politikern, wird das gefordert. Das ist natürlich auch viel schlauer. Ich meine, die Verfahren im Ausland abzuwickeln, weil du hast halt diesen Pull-Faktor nicht. Wenn du sagst, ich lasse jeden in mein Land rein und dann mache ich Verfahren, die dauern teilweise mit Einsprüchen, dauern 10 Jahre und länger. In dieser Zeit werden die Leute ja auskömmlich versorgt. Die bekommen ja die Gesundheitskarte, die kriegen jetzt die schicke neue Kreditkarte, mit der sie einkaufen gehen können. Das ist ja durchaus ein Pull-Faktor. Wenn ich den nicht mehr habe, wenn die Leute in Ruanda an Schalter gehen und sagen, ich möchte gerne nach Deutschland, dann wird da 10 Jahre geprüft eventuell und nach 10 Jahren gibt es die Ablehnung. Das ist natürlich für die nicht interessant. An dem Punkt haben wir schon einen Großteil erreicht, nämlich den Pull-Faktor beseitigt. Die Leute haben einfach nicht mehr die Möglichkeit, völlig ungehindert jederzeit nach Deutschland reinzukommen. Das ist alles, Lars Günther, hier bei uns, ja, in der blauen Runde im Podcast der AfD-Fraktion. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist ja keine so weit entfernte Zukunft. Ich komme da sehr gerne nochmal auf den 22. September. An diesem 22. September könnte sich die gesamte, ich nenne sie jetzt mal Ausländerproblematik im Land Brandenburg, ganz kurzfristig ändern. Für Brandenburg schon mal. Das, was im Rahmen... Und für Sachsen und für Thüringen. Sachsen und für Thüringen, ganz genau. Wir müssten Bilder schaffen, dass diese Asylforderer quasi nach Hause ihre Videos schicken. Ich bin abgelehnt, ich komme jetzt zurück. Diese Mutti schickt Ticket, ich komme nach Hause. Genau. Diese Bilder müssen gesendet werden bis runter in die Südsahara und in weiten Teilen in den Kaukasus hinein. Es muss sich rumsprechen, dass sich die lange, beschwerliche Reise nach Bundland Germany nicht mehr lohnt. Dann würde dieser Pull-Effekt ruckzuck zum Erliegen kommen. Und wir hätten hier ein Stück weit auch sicherere Grenzen, weil wir den Andrang gar nicht mehr hätten. Wir haben hier Leute, die schicken, guck mal, die sind so blöd, ich kriege hier so und so viel Geld. Gestern habe ich den Deal gemacht. Gestern habe ich einen Deutschen auf die Schnauze gehauen. Nichts passiert, ich bin das dritte Mal verhaftet worden. So, wir kommen her ins gelobte Land. Hier ist, sinnbildlich fliegen die gebratenen Tauben. So ist es doch. Und das fördert den Pull-Faktor. Und wenn wir hier nicht ganz klipp und klar unsere Polizei, so wie sie es bei Corona gemacht haben, mit dem ein oder anderen Masken- oder Impfverweigerer auf einer Demo, so wünsche ich mir das wirklich, dass die Polizei vorgeht gegen diese Kriminalität. Wir haben ja teilweise Polizei hier in der Region, die fährt halt hier meiner Meinung nach nur Streife an der Grenze und nimmt die Leute, die an die Grenze, die jetzt schon wieder, und das müssen Sie auch wissen, meine lieben Damen und Herren, wir haben jetzt schon wieder an der polnischen Grenze jeden Tag Aufnahmen von Dutzenden Menschen, die über diese Grenze kommen. Das ist quasi kein Grenzschutz, das ist löchriger Käse. Ja, also es wird ja nicht weniger. Und wir müssen diese Bilder schaffen, dass wir auch wirklich abschieben. Und dann ist der Spuk mit diesem Pull-Effekt, mit diesem sogenannten Pull-Effekt auch irgendwann vorbei. Sichere Grenzen plus konsequente Abschiebung ist ein sicheres MOL, ist ein sicheres Brandenburg und dann irgendwann auch mal ein sicheres Deutschland. Da sind Lars Günther, Landtagsabgeordneter, und ich, wir sind uns vollkommen einig. Und wenn Sie sagen, da gehe ich mit, dann gehen Sie bitte am 22. September in die Wahlkabine. Wir dürfen Ihnen in diesem Podcast nicht sagen, machen Sie das Kreuz bitte bei Partei X oder bei Partei Y. Aber wir verlassen uns beide drauf, dass Sie spätestens jetzt wissen, wo das Kreuz hingehört. Und dann verlassen wir uns auf Sie und schauen mal am 22. September ab 18 Uhr, ob es tatsächlich fürs Land Brandenburg einen politischen Neustart gibt. Zeit wäre es auf jeden Fall. Sagen wir beide, ich bin Detlef Friehe im Podcaststudio hier im Landtag und Lars Günther in seinem Büro in Märkisch-Oderland. Lars, danke schön, dass du Zeit hattest heute. Ich danke dir und ich danke jedem jetzt schon mal und zukünftigen Wähler. Wir werden Ihr Vertrauen nicht missbrauchen. Wir werden für Deutschland einstehen. Und wenn Sie uns bis dahin helfen wollen, dann teilen Sie bitte diesen Podcast. Nehmen Sie einfach den Link, über den Sie zu uns gefunden haben. Posten Sie den in die diversen Gruppen, in denen Sie
da kenne ich sie, glaube ich, inzwischen gut genug, in denen sie alle drin sind, und schicken Sie den Link an Freunde, an Verwandte, an Menschen aus Ihrem Bekanntenkreis, damit dieser Podcast noch weitere Verbreitung findet. Dafür herzlichen Dank, für Sie einen guten Tag. Auf Wiedersehen. Die Blaue Runde. Wir informieren Brandenburg. Aktuell.